Ich lebe noch! Kniechen! Ich wollte mich einfach mal zwischendurch mal wieder hier bei euch melden auf YouTube, weil ich finde, das bin ich euch schuldig, denn ihr seid einfach toll. Wisst ihr eigentlich, wie toll ihr seid? Ich sag euch jetzt, wie toll ihr seid. Und zwar guckt ihr hier auf diesem Kanal weiterhin meine Videos einfach, die alten Videos. Ich weiß, ich habe hier schon lange keins mehr hochgeladen, aus Gründen, die ich hier auch schon einmal erwähnt hatte. Und ihr guckt sie einfach trotzdem. Und das ist die beste Möglichkeit tatsächlich heutzutage, wie ihr Künstler unterstützen könnt, die aufgrund dieser ganzen Sache, die momentan so passiert, nicht so viel arbeiten können und dürfen, wie sie wollen. Obwohl es schon besser wird, es wird schon besser. Einige Instagram-Zuschauer, die kriegen das ja regelmäßig mit, weil da auf Instagram mache ich ja jeden Tag wirklich, halte ich ja jeden Tag auf dem Laufenden in den Stories. Jedenfalls habe ich plötzlich gemerkt, da kommt ja jeden Monat so ein bisschen, es ist nicht all die Welt so, aber es kommt so ein bisschen Geld wieder jeden Monat. Das ist schon mal für YouTube-Verhältnisse gar nicht so schlecht, wenn man kein Video hochlädt. Da dachte ich, wie kommt denn das? Dann gucke ich mir so auf YouTube mal wieder und denke, wow, das wird ja richtig geguckt wieder. Und vor allen Dingen ein Video scheint ja plötzlich so leicht viral gegangen zu sein, hat auf einmal 500.000 Klicks und da wollte ich einfach mal Danke sagen. Weil das ist wirklich, 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 wirklich richtig toll in dieser Situation, in diesem momentanen Alltag, den wir haben, als Künstler einfach, ja, das ist wie eine Spende, ohne dass ihr Geld ausgeben müsst. Also das ist ja das Schöne, ihr guckt einfach die Videos, seht die Werbung. Für die, die es noch nicht wissen, wenn man die Werbung ganz durchguckt, dann kriegt der Künstler am meisten. Wenn man draufklickt, kriegt er am meisten. Wenn ihr die komplett anguckt, dann auch nicht schlecht. Und weiter skippen, ja, okay, geht auch noch. Aber Adblocker, böse, böse, nicht gut. Das Schöne ist, dass es nicht an euer eigenes Geld geht, sondern einfach nur durch Views könnt ihr Künstler unterstützen. Das geht für alle Künstler auf YouTube. Wenn ihr findet, dass euer Lieblingskünstler unterstützt werden solltet, dann guckt einfach deren Videos und das hilft schon. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wenn ihr jetzt nicht auf dem Laufenden durch Insta seid oder auf Facebook-Seite, habe ich ja auch eine Facebook-Seite, ne? Die Älteren erinnern sich, Facebook. Da könnt ihr ja immer sehen, was ich gerade mache, aber ich will euch natürlich nochmal kurz zusammenfassen. Also ich spiele hoffentlich, das ist ja ganz, ganz schlimm momentan als Künstler, man weiß ja gar nicht, früher war das so, ich spreche keine Sätze zu Ende, kann das sein? Früher war das so, da hat man einen Vertrag unterschrieben und dann fühlte man sich sicher. Heutzutage ist das nicht so. Man unterschreibt einen Vertrag und fühlt sich erstmal unsicher und hofft einfach, dass man das dann wirklich spielen kann. Also wir spielen momentan weiterhin Musicals oder wieder Musicals und zwar Open Air, weil es Open Air halt geht, mit nicht ganz so vielen Zuschauern, wie man eigentlich durfte. Also es sind zwar schon viele Zuschauer da, aber wenn jetzt Sitzplätze für 2.500 Leute sind und nur 500 Leute da vereinzelt sitzen, sieht das schon komisch aus und man ist trotzdem ausverkauft. Naja, ich wollte euch nur sagen, wenn ihr Fragen habt, stellt das einfach unter diesem Video und ich quatsch da ein bisschen mit euch einfach. Ich werde mir auf jeden Fall jede Frage vornehmen und antworten, weil ich das ganz toll finde. Dieses Format hier mit YouTube finde ich nach wie vor toll und ich finde es auch wichtig, authentisch zu bleiben, deswegen bei mir kriegt ihr ja, wisst ihr, ich bin der YouTuber, der noch das alte YouTube mag, bei mir kriegt ihr alles noch wie früher, die Nähe, ohne, ich mache mir jetzt gar nicht den Aufwand, baue hier extra eine Greenscreen-Wand auf, wie ich es ja auch manchmal mache, weil es schön ist und so, werde ich demnächst wahrscheinlich auch mal wieder machen, so ein paar solcher Videos. Aber ich finde das jetzt viel schöner, hier einfach so zu sitzen und zu quasseln, ein bisschen, könnt mir ja mal sagen, wie ihr das findet. Ich könnte natürlich auch mal wieder live gehen, dann könnt ihr mit mir live quatschen, klar, könnte ich auch alles mal demnächst wieder machen auf dem Kanal. Auf jeden Fall geht es ja jetzt bald erstmal wieder richtig los, wie gesagt, eigentlich, wenn alles gut läuft, spiele ich 6 Musicals noch in diesem Jahr. Ja, Termine und Orte, wo ich spiele, könnt ihr sehen auf meinem Instagram-Account oder auf meinem Facebook, auf meiner Facebook-Seite. Da stehen die dann auch mal drin. Denn wir spielen ja immer woanders in Deutschland und demnächst bin ich auch 2 Wochen in Ulm zum Beispiel. Und ja, ansonsten, wenn ihr Lust habt, noch weiterhin zu unterstützen oder wenn ihr jetzt dadurch auf die Idee gekommen seid, durch dieses Video hier, gerne, gerne folgt auf Instagram, kommt darüber, guckt die Videos weiterhin hier auf YouTube. Ich danke euch einfach. Und was natürlich noch ziemlich nice wäre, es gibt einen Account von dem Theater, für das ich arbeite, Theater Lichtermeer, Insta-Account, Theater Lichtermeer heißt der auch, der Account. Ja, würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem folgt, weil der wird auch von mir tatsächlich unter anderem gemacht. Da werken wir zu zweit rum und einer davon bin ich.
Ja, und den Rest würde ich sagen, quatschen wir gleich hier unten in den Kommentaren, okay? Könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr das findet, wenn ich hier so ein Billo-Video mache hier, ne? Mit so ein paar Jump-Cuts und so und einfach nur hier Kamera. Übrigens halte ich mit meinem Arm die ganze Zeit, aber ich muss ja Sport machen. Könnt ihr mir ja alles mal sagen. Wir quatschen und ansonsten auch, wenn ihr Fragen habt, zack, ich beantworte es euch. Bis dann.